Ja, hallo, herzlich willkommen. Ja, Seed Force und No Force, dazu werde ich dann jetzt auch gleich ein bisschen was sagen. Schauen wir mal, was ich mir überlegt habe. Ich werde ein bisschen was über No Force erzählen, was nämlich aus meiner Sicht ein ganz spannendes Force-System ist für Mikrocontroller. Und ja, das hat die schöne Eigenschaft, dass es einfach, gut durchdacht, elegant ist und eben deswegen auch gut zu verstehen ist. Das wollen wir uns angucken. Da will ich ein paar Features von NoForce erzählen, die ich interessant und spannend finde. Und dann habe ich aber festgestellt, naja, ich habe Anwendungen damit gemacht und da kann man dann ein Programm, ein Kontrollprogramm schreiben. Und wenn man das laufen lässt, dann kann man das Force nicht mehr benutzen. Und insbesondere kann man nichts inspizieren und man kann keine Parameter einstellen. Und das fand ich doof. Und dann habe ich gedacht, naja, wir haben doch Multitasker und den können wir doch auch nehmen. Der klassische kooperative Multitasker. In dem Projekt Force the New Synthesis, da ist ja Seed Force entstanden, ein Force-System, was über weite Strecken in High-Level-Code geschrieben ist. Und der Seed Force Multitasker ist so ein kooperativer Multitasker, der ist eben auch in High-Level-Force geschrieben. So, das war irgendwie immer so mein Ansatz, Force als universelle Sprache in dem Projekt, um Algorithmen auszudrücken und zu erklären, wie das geht. Nicht unbedingt Geschwindigkeit, sondern eben Verständnis. Und das ist hier eben auch passiert. Und dann dachte ich, naja, dann kann ich doch den Seed Force Multitasker auch nach NoForce portieren. Wir sehen auch, dass das gut gegangen ist. Und das können auch diskutieren, warum das wohl der Fall ist. Das heißt, ich werde ein bisschen durch den Seed Force Multitasker gehen, erklären, wie der funktioniert. Für die Leute, die wissen, wie ein kooperativer Multitasker in Force funktioniert, für die ist das Eulen nach Athen tragen. Aber wer das nicht weiß, der findet das vielleicht ganz spannend zu sehen, wie das funktioniert. Und dann wollen wir uns eine kleine Demo angucken. Wenn mir nicht die Kamera wieder runterfällt, dann sollte das auch ganz gut funktionieren. Und dann würde ich gerne ein bisschen mit euch diskutieren, denn ich habe so ein paar Sachen, wo ich sage, naja, da bin ich noch nicht hundertprozentig zufrieden, vielleicht eher kosmetischer Art, aber ich würde das Ganze eben gerne so elegant haben wie möglich. Und ja, das können wir ja mal gucken. Und nachdem ich meinen Vortrag gehalten habe, wisst ihr Bescheid und könnt dann auch qualifiziert mitdiskutieren. Gut, dann gucken wir mal. No Force ist ein kleines einfaches, sehr elegantes Force-System interaktiv für verschiedene Mikrocontroller, das von Albert Niehoff und von Willem Overkerk entwickelt worden ist. Und NO heißt nicht wie bei NoSQL, not only SQL oder gar nicht. Und hier NoForce ist nicht kein Force, sondern es ist total Force. Das sind einfach die Initialen von Albert und Willem. N und O. Und so hat sich das dann irgendwie etabliert. Das ist gestartet auf dem MSP430 Launchpad als ja, Alternative so für das 4E Force, was wir damals gemacht haben. Das 4E Force hatte so einen Mechanismus, unkaputtbar zu sein und hat ein Reset und ein Löschen von dem User-Programm gemacht, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Das war erstmal für das Lernen gedacht. Anwendungen konnte man damit zwar auch machen, aber wenn irgendwas schief ging, dann hat es immer das Anwendungsprogramm gelöscht. Und das hat Willem so geärgert mit Recht. Aber anstatt mit mir zu reden, dass wir das ausbauen, hat er eben NoForce mit Albert zusammen angefangen. Aber was rausgekommen ist, ist super. Das ist eben ein sehr schönes System. Das ging dann weiter mit RISC-V. Da gab es ja das Longer Nano Board, was es dann mit RISC-V-Mikrocontroller irgendwann relativ günstig zu kaufen gab, mit einem kleinen Display drauf und ähnliches. Dann haben die das MSP430 NoForce portiert auf RISC-V. RISC-V ist 32-Bit und auch das MSP430, das ist ein 16-Bit-Force, aber der Funktionsumfang und die Worte, das ist alles ziemlich ähnlich, sodass man weitgehend so High-Level-Programme von hier nach da portieren kann, aber natürlich gibt es immer systemspezifische Dinge, was da in den Prozessoren los ist.
Und dann hat Willem angefangen, auch als der Raspberry Pi Pico rauskam, mit dem Arm zu liebäugeln und hat geguckt, hat das NoFOS auf den Pico portiert im Cortex M0, hat als erstes Mal, nachdem das alles ganz gut lief, ein Assembler für den Programmable I/O gemacht. Denn das ist ja eine der Spezifika und der tollen Dinge an dem Raspberry Pi Pico, dass es so kleine Koprozessoren gibt, die Pins bearbeiten können. Und da schreibt man kleine Programme, die dann serielle Kommunikation oder auch Nicht-Standard-Kommunikation machen können. Und da hat er einen Assembler gemacht, so der sich da in das NoFOS genau einbettet. Coole Sache. Und der Cortex M0 im Raspberry Pi Pico hat zwei Kerne und die neueste Entwicklung, das gibt es aber so wirklich echt nur als feuchtes Pre-Release. Die benutzt beide Kerne und es laufen zwei Force-Systeme in dem Chip. Der eine auf der einen seriellen, der andere auf der anderen. Und das eröffnet einem ja Möglichkeiten, dann echte Parallelität zu haben. Und das gibt es dann vielleicht irgendwann später zu berichten, was man damit für tolle Dinge machen kann. Ich will jetzt darüber reden, was man auf einem Prozessor an Parallelausführung machen kann, durch kooperatives Multitasking eben. Aber zunächst mal möchte ich eben über NoFOS reden. So ein bisschen was habe ich schon erzählt. Es ist so in dem Stil, wir wollen ein Force-System angucken und ganz und gar verstehen, damit wir abschätzen können, was wir machen können damit und was eben nicht geht. Und diese Eigenschaft erfüllt es. Es ist ein kleiner, einfacher, cleverer Kern, den man gut verstehen kann und viele clevere Dinge, aber wenig, sag mal, unliebsame Überraschungen. So würde ich das vielleicht formulieren. Und Albert und Willem haben sich daran orientiert, was wir im Standard definieren und haben versucht, da möglichst nah dran zu kommen. Das ist ja bei Flash-Systemen nicht unbedingt so super einfach. Create, das ist eventuell schwierig, auch wenn das irgendwo stehen darf, dann kann das ein Problem sein. Da haben sie versucht, gute Kompromisse zu finden und möglichst viel standardkonforme Dinge dann auch zu unterstützen. Der Kern ist klein und da ist zum Beispiel sowas wie Words oder so gar nicht drin und auch keine Tools, kein Assembler, Disassembler, die lädt man nach und die Programme dann genauso. Und ich wundere mich, dass ich diesen Schreibfehler habe ich doch lange weggemacht. Also Tools und Programme werden nachgeladen. Was ich persönlich sehr schön finde, ist, sie haben sich dafür entschlossen, NoFOS Indirect Threaded zu machen. Einfach, weil sie sagen, das ist einfach, das ist etabliert und das ist gut zu verstehen. Und der Code, den man da hat, hat eine reguläre Struktur. Wir können diese klassische Art und Weise des Tunings ja dann machen. Wir können nämlich High-Level-Code schreiben und wir können, wenn wir merken, an der Stelle muss es schneller sein, dann können wir bestimmte Teile in Assembler schreiben als Codeworte. Und das heißt, das kommt mit dem residenten ladbaren Assembler und dem Disassembler für die jeweilige Plattform. Und wie wir das klassischerweise kennen, tunt man dann auch die Programme. Interessante Konzepte, die ich so in NoFOS entdeckt habe und ja, die vielleicht ja, diskussionswürdig sind und man auch sagen kann, naja, warum macht man das denn? Die möchte ich euch kurz nahebringen. Also einmal MSP430-Variante und die RISC-V-Variante, die laufen mit Code-Generierung auch im Flash. Und das heißt, man muss sinnvollerweise eine Trennung zwischen RAM und ROM vornehmen. Lege ich Datenstrukturen ins ROM oder lege ich Datenstrukturen im RAM ab oder werden die zur RAM-Zeit, zur Laufzeit im RAM gehalten? Das muss man da erklären und da will ich gleich ein bisschen was über das Konzept sagen. Wir kennen das bei Zahleneingaben, wir so Präfix haben, Dollar oder Prozent oder Nummernzeichen, um die Eingabebasis zu formulieren. Das gibt es in NoFOS nicht. Stattdessen gibt es Worte, die man verwendet. Und wie das geht, zeige ich dann auch gleich. Ein Problem, wenn man zu einem System kommt und Words eingibt, das ist bei FPC zum Beispiel so und das ist auch bei GeForce so. Und im SeedForce letztendlich auch schon,
Man tippt da Words ein und dann macht das irgendwie so einen Schwall an Worten, die es einem vorwirft, und die scrollen alle nach oben und weg, und am Ende sagt es dann, okay. Ich glaube, es gibt sogar ein gutes Comic irgendwie, wo man Words eintippt und dann kommt aus dem Computer, kommen ganz viele Worte raus, und überschwemmen die Person, die da vor dem Bildschirm sitzt. Und da haben irgendwas hat hier geflimmert gerade. Ne? So, da bin ich, ja, mal gucken, was das gewesen ist. Ich hoffe, ich werde immer noch gesehen. Ja, glaube schon. Da haben sich also Albert und Willem eine gute Idee überlegt. Die Uli, haben deine zwei. Webcam ist gerade nur weg, zur Information. Meine Webcam ist abgehauen. Okay. Ah ja. Wie kann das denn sein? Das muss ich ja mal gucken. Oha. Genau, ich habe nämlich irgendwas flimmern sehen. Und Firefox. Ui, 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 ui. Hat mich da. Ich glaube, wir machen einfach weiter, wenn das geht und ihr mich hören könnt, Ja. weil das Browserfenster ist nämlich tatsächlich verschwunden. Mach bitte weiter, ich mache für dich ein Bild stattdessen. Ja, okay. Also Albert und Willem haben sich überlegt, wir haben zwei Standardvokabulare und diese beiden Standardvokabulare heißen Inside und Extra und da tun wir die Worte rein, die nützlich, aber vielleicht nicht essentiell sind. Die gehen nach Extra und interne Worte, die man nur zum Bauen anderer Worte braucht, die gehen nach Inside. Und das hat den Effekt, dass das Hauptvokabular ganz angenehm aussieht und ganz übersichtlich. Gut, dann gibt es Shield und Komma-Code und auch ich persönlich finde es super, ein ganz nettes Verhalten beim Laden von Fehlern. Genau, also beim Laden von Source-Code, der Fehler enthält. Und so, das gucken wir nochmal rein. Vielleicht gehe ich ein bisschen zügiger da jetzt durch. Also diese Trennung REM und ROM funktioniert in NoForce folgendermaßen, dass ich klassisch hier und allot habe, um im REM Speicher zu allozieren. Und es gibt einen zweiten Pointer, der auf den freien Speicher im ROM zeigt. Und wenn ich initialisierten Speicher haben will, dann mache ich das mit Komma und C-Komma und das alloziert und legt die Werte auch ab im ROM. Und so kann ich also mit C hier und mit Komma und C-Komma Tabellen oder Werte ins ROM legen, die beim Starten dann eben auch natürlich persistent zur Verfügung stehen. Und REM alloziere ich mit allot und kann den aktuellen Platz eben bei hier irgendwie sehen. Und wenn ich Defining Word habe, dann kann ich mir eben überlegen, haben die Speicher im ROM oder haben die Speicher im REM und kann damit eigentlich ganz bequem laufen. Und ich kann Standardprogramme schreiben, die trotzdem Rücksicht auf diese REM-ROM-Trennung nehmen. Das ist eigentlich eine ganz schicke Sache. Okay, Zahleneingabe vielleicht. Ne, wir kennen das ja, wir schreiben $10, um 16 auszudrücken. Und hier gibt es Worte, die als Präfix verwendet werden, HX, DM, BN, um eben das Gleiche zu erreichen. Dadurch wird die Zahlenkonvertierung einfacher. Sie ist tatsächlich so einfach, dass sie doppelt genaue Zahlen gar nicht erkennen kann. Auch da gibt es einen Präfix, den man verwenden kann, wenn man denn mal doppelt genaue Zahlen verwenden möchte. So, das ist nett. Auch dadurch wird der Kern kleiner, weil es sich eben um doppelt genaue Zahlen nicht kümmern muss. Ich kann diese Präfixe innerhalb und außerhalb von Definitionen verwenden. Also das ist in dem Sinne sind sie state smart, sie sind aber auf eine Art und Weise definiert, die jetzt nicht State Fetch in den Worten macht, aber das kann ich vielleicht irgendwann anders mal erklären. Also das ist ja eine Besonderheit auch, und wenn ich jetzt Source Code habe, der Dollar irgendwas enthält, den muss ich dann natürlich überarbeiten. Die beiden Vokabulare, ne, das führt eben dazu, ich mache Words in dem NoForce und kriege eben einen Bildschirm voll im Wesentlichen und finde da, welche Worte es so gibt. Viele Standardworte und einige auch Nicht-Standardworte. Aber im Wesentlichen so das, was einen Force-Programmierer erwarten würde. Und eben am Anfang die Worte, die ich in meiner Anwendung definiert habe. Hier gibt es diese
Tools Backslash und NoForce Backslash. Das sind sogenannte Shields, gucken wir gleich auch nochmal. Die sagen eben, dass ein bestimmter Teil geladen ist. Und das heißt, hier kann ich drauf gucken und sehe, aha, die Tools sind schon geladen. Und der Assembler noch nicht. So, ne? Und das ist eigentlich ganz schön. Und es sind klassische Vokabulare, das heißt ja Extra Definitions und Inside Definitions, um die neuen Definitionen in dem jeweiligen Vokabular zu machen. Also das ist erstmal nett. Ein Words, was mir zu viel Informationen ausguckt, ist eben tatsächlich nicht wirklich sinnvoll. Und dann kommen wir zu den Shields. Die Shields sind im Prinzip wie Marker, wie die Standardmarker. Aber wenn ich das Markerwort ausführe, dann löscht es alles, was nach ihm definiert worden ist und sich selber auch. Und bei Shields ist das eben nicht so. Da bleibt dieses Shield erhalten. Und das sorgt dafür, dass ich die Marker typischerweise am Anfang des Source Codes verwende, um zu sagen, hier geht das Programm so und so los, vielleicht für die Entwicklung. Und dann gebe ich eben den Namen ein, um die Definition meiner Anwendung zu löschen, um sie neu zu laden. Und beim Shield kann ich eben das Dictionary auf einen bestimmten Platz zurücksetzen. Und das sorgt eben dafür, dass diese Definition typischerweise am Ende stehen. So, ne? Das heißt also, wenn ich ein System haben will, das die Tools geladen hat, aber ansonsten leer ist, dann sage ich eben Tools Backslash und dann bleibt Tools Backslash stehen. Aber das ansonsten wird das Dictionary gesäubert, alles was dann nachgeladen wurde, fällt dann weg. Und Komma-Code ist auch eine ziemlich lustige Sache. Ein Problem in Embedded Systems, wenn ich denn jetzt Programme in Maschinencode schreibe und ich habe die in Assembler-Code, dann habe ich die Situation, dass ich den Assembler natürlich geladen haben möchte, damit ich eine Code-Definition machen kann. Also ich muss den Assembler laden, damit die Mnemonics zur Verfügung stehen. Und das kann je nach Platz in meinem Mikrocontroller schon ein nennenswerter Overhead sein. Viel schöner ist es doch, wir haben doch irgendwie Komma und C-Komma und damit können wir auch ins Programmspeicher, ins Flash schreiben. Und wenn dann sowieso klar ist, was da kommt, ja, dann kann ich doch bestimmte Definitionen auch umsetzen. Und Komma-Code ist genau sowas. Das hat Albert auch, glaube ich, irgendwann mal in der vierten Dimension beschrieben. Das heißt, ich mache eine Assembler-Definition und schreibe Komma-Code danach und dann erzählt es mir, welcher Objektcode da eigentlich entsteht und generiert mir ein kleines Stückchen Programm, das ich einfach mit Copy und Paste übernehmen kann, um die gleiche Code-Definition zu erreichen, ohne dass ich den Assembler habe. Na, und dann brauche ich später den Assembler nicht laden, sondern kann einfach den generierten Komma-Code stattdessen verwenden und setze vielleicht das Grüne hier, die Assembler-Definition im Kommentar daneben, damit man dann lesen und verstehen kann, was es ist. Oder man ist so versiert und kann dann an dem Objektcode eh erkennen, was das ist. Oder man schreibt ein Programm, das das zurückgeneriert oder so. Gut. Was ich total cool finde, ist, wenn man das NoForce füttert, dann macht man das auch so, dass man so einen Source Code Upload macht, einfach den Source Code hochlädt über den File Transfer. Und wenn es dabei einen Fehler gibt, dann kennen wir das von anderen Systemen, dann stürzen die ganz jämmerlich ab, weil die, nachdem sie einen Fehler hatten, auch noch überrannt werden mit dem Rest des Source Codes. Und das NoForce ist da ziemlich cool, weil wenn es einen Fehler gibt, dann guckt es, kommen da eigentlich noch weitere Zeichen an. Und solange da so ein kontinuierlicher Strom ankommt, der keine Pause macht, die länger als eine halbe Sekunde ist, dann ist das wohl der Rest des Source Codes und der wird einfach ignoriert. Und nachdem das dann fertig ist, dann springt das einfach in den Auto-Interpreter zurück und dann hat man sein OK wieder. Das heißt also, bei Fehlern beim Laden ist das so, dass das NoForce einfach sagt, ja, ist jetzt irgendwie komisch, ich warte aber mal ab, was da so kommt. Und dann sagt es okay und ist es wieder da und dann kann man, was weiß ich, Cold machen und neu Fehler korrigieren, neu laden und ähnliches. Das probieren wir in der Demo gleich nochmal aus. Okay, dann wollen wir mal zu dem SeedForce Multitasker kommen.
ein kooperativer, klassischer Multitasker, den ich eben ganz in High Level geschrieben habe, einmal um auszudrücken, wie es funktioniert und eben auch anzupassen und ändern zu können. Und das kommt uns jetzt hier gerade gut zu Pass. Ist natürlich gar nicht meine Erfindung. Das hat es im Polyforce schon gegeben. Also es geht vermutlich auch direkt auf Charles Moore zurück. In F83 ist der Tasker im Wesentlichen der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Da kann man nämlich sehen, wie der auch in Polyforce implementiert worden ist. Ein bisschen anders, aber die grundsätzliche Idee ist die gleiche. Auch in dem Foxforce haben wir den sehr ähnlichen Multitasker gehabt. Klaus hat da natürlich Kontakt zu den Silicon Valley Forcern gehabt und da ist das Folklore gewesen. Kernwort ist Pause, das nämlich sagt ich, eine Task sagt, ich will die CPU abgeben, weil ich nicht mehr gerade das brauche. Ich, in meiner Berechnung kann gerne mal jemand anders irgendwas machen. Und dann gibt es einen Satz an Worten. Mit Task definiert man eine Task, mit Activate legt man fest, welchen Programmcode sie ausführt und dann will man Tasks eben auch zwischendurch mal anhalten und weiterlaufen lassen. Das kann man Wake and Sleep machen oder eine Task kann entscheiden, dass sie jetzt am Ende angekommen ist und macht dann Stopp. Typischerweise, wenn man jetzt so Milliseconds zum Warten für eine bestimmte Zeit definiert, dann in einfachen Systemen, sag mal in EFORS oder so, da ist einfach eine Busy Loop und die weiß einfach, wie viele Zyklen muss ich einfach nichts machen, um eine bestimmte Zeit verstreichen zu lassen. Das geht natürlich nicht so richtig gut kooperativ, weil eine Busy Loop gibt die Kontrolle nicht an irgendeine andere Task ab. Also da muss man was machen. Also Milliseconds gehört zu den Dingen, die auch mitspielen müssen und dann kann ich eben auch in der Task sagen, okay, ich mache nur alle Minute was oder ich mache nur alle Sekunde irgendwas und in der Rest der Zeit können die anderen Tasks laufen. Und dann kann man da Semaphore und ähnliches Dinge drauf aufbauen, um auch Task-Synchronisation und Kommunikation zwischen Tasks zu machen. Die Tasks sind, weil kooperativ und alle in einem Force-System schon eher Threads, weil sie alle gemeinsam Speicher benutzen. Also eine Isolation zwischen den Tasks gibt es nicht. Ja, da muss man halt gut engineeren, um das Ganze hinzubekommen. Okay, man kann Tasks haben, die selber einen Outer-Interpreter zur Verfügung stellen und dann wird man eher in Richtung eines Multi-User-Systems gehen, wo jede Task auch kompilieren kann. Das Polyforce konnte das auch. Wir hatten zwei Arten von Tasks, nämlich Operator-Tasks und Background-Tasks. Die einen konnten kompilieren, die anderen nicht. Hier geht es nur um diese Background-Tasks. Es ist, glaube ich, auch für einen Mikrocontroller das Richtige. Ich möchte bestimmte Dinge einfach im Hintergrund machen, möchte meine Aufgabe aufteilen, aber ich will da nicht nochmal einen User dran haben. Grundsätzlich geht das. Hier ist ja die Idee, wenn ich das mit dem NoForce mache, ich möchte den Kern auch nicht ändern, ich möchte den Multitasker, obwohl das NoForce dafür nicht ausgelegt ist, da einfach draufladen und dann möchte ich trotzdem solche Dinge machen. Gut, und typischerweise muss man überlegen, ne, welche Ein- und Ausgabe macht so eine Task eigentlich. Auch hier habe ich gesagt, ja, so eine Task selber macht erstmal kein Key und Emit, sondern das ist meine Haupttask, die das tut. Und wenn die irgendwie Key und Emit macht, dann geht es auch auf die, also die Task, wenn die die Worte aufruft, dann geht das auch auf die gleiche serielle Schnittstelle raus. Aber das ist ja etwas, wo man noch drüber diskutieren kann. Möchte man auch ein Key und Emit, zum Beispiel auf einer anderen seriellen Schnittstelle haben, durch so eine Task, dann muss man da Dinge ein bisschen anders machen. Okay. So, wie funktioniert dieser kooperative Multitasker? Das ist im Wesentlichen so, dass es natürlich Stacks und gibt einen Stack und einen Return Stack und es gibt einen sogenannten Task Control Block, der beschreibt, was diese Task eigentlich macht. So, ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil ich habe so nebenbei hier das Twitch stehen und gucke ein bisschen, ob ich denn überhaupt noch online bin, denn ich habe da überhaupt keine Rückmeldung und deswegen habe ich gerade die Folie abgewartet und so.
Es gibt also Stacks und es gibt einen Return-Stack, einen Daten-Stack und Return-Stack, und es gibt Code und Daten, in denen das abläuft. Es gibt einen Instruction-Pointer, der zeigt, wo der Code gerade ausgeführt wird. Und dann gibt es natürlich hier und C hier und ähnliche Dinge, die wir gerade diskutiert haben, die allerdings eben global sind, weil nicht weiter kompiliert wird durch unsere Tasks. Es gibt einen Stack-Pointer, der sagt, wo in der jeweiligen Task der Stack ist, und einen Return-Stack-Pointer, wo der Top-of-Return-Stack ist. Oder wo der eben Top-of-Stack und Top-of-Return-Stack ist. Und die jeweilige Task wird adressiert dadurch einen User-Pointer, der uns Informationen über die Task dann tatsächlich gibt. In diesem Task-Control-Block sind neben Platz für den Zustand und die Informationen, wo die nächste Task sich befindet, auch Plätze, wo man den Stack-Pointer und den Return-Stack-Pointer zwischenspeichern kann und wo man User-Variablen ablegen kann, die sich wie Variablen, aber user-lokal, task-lokal verhalten. So, das heißt User-Variable, weil das eben aus diesem Multi-User-Gedanken von dem Polyforce gekommen ist. Und wenn ich jetzt von einem Task zum nächsten wechseln möchte, dann werde ich diesen Stack-Pointer im Task-Control-Block sichern. Ich werde den Return-Stack-Pointer im Task-Control-Block sichern und den Instruction-Pointer vorher auf den Return-Stack tun. Und dann gucke ich, wo ist die nächste Task, und suche die nächste Task, die den Zustand ready hat. Und dann wird dort der gespeicherte Stack-Pointer genommen, in den aktuellen Stack-Pointer-Register getan, beim Return-Stack genauso. Dann holt man sich den Instruction-Pointer vom Return-Stack und macht einen Return, und dann läuft man einfach weiter. Das ist also eine schöne, ganz einfache Sache, das zu tun. Und das wollen wir uns jetzt im Source-Code mal angucken, wie sowas eigentlich aussieht. Also erst einmal, wie sieht dieser User-Pointer aus? In Seedforce ist das einfach eine Variable, und dann gibt es eben Worte, UPFetch und UPStore, die das tun, und es gibt User als definierendes Wort, was relativ zu dem User-Pointer variablenartige Strukturen erzeugt. Und dann gibt es das His, um Arithmetik zu machen, um in anderen Tasks nachzugucken, was denn da eigentlich so los ist. Und dann gibt es diesen Task-Control-Block, der hat einen State, eben einen Link auf den nächsten Task, einen Fehler, in den die Task vielleicht gelaufen ist, eben die Platz für den Stack-Pointer und Return-Stack-Pointer. Und auf meinem Bild vorher habe ich den Frame-Pointer nicht genannt, den ich zum Beispiel verwende für Catch und Throw. Ja, da werden die Frames, die durch Catch angelegt werden, die werden auch nochmal verlinkt, damit man über den Frame-Pointer dann ein passendes Zurücksetzen machen kann. So. Und das Ganze ist also eine Rekordstruktur, die wir hier definieren, und das ist die Task-Size. Diese gibt uns eben an, wie groß dieser Task-Control-Block ist. Dann wollen wir Pause machen, hatte ich ja gerade versucht, ein bisschen zu erklären, wie das funktioniert. Wir nehmen den Return-Stack-Pointer, speichern den im Task-Control-Block, im Stack-Pointer genauso, jetzt bei mir den Frame-Pointer genauso, dann suchen wir nach der nächsten Task entlang der Task-List, wo der State nicht null ist, und wenn wir das haben, dann holen wir die Werte von dort, Stack-Pointer, Return-Stack-Pointer und den Frame-Pointer, und dann mit dem Exit, den wir hier haben, dann wird auch das IP restauriert und wir führen den Code in der neuen Task aus. Also das, was ich hier programmiert habe, ist, denke ich, genau das, was ich erklärt habe, und es funktioniert eben so auch. Ja, warum wollen wir kooperativ überhaupt sein? Das hat den Vorteil, dass der Taskwechsel nicht irgendwann passiert, sondern genau zu bekannten Stellen im Code und zu bestimmten Zeiten, die wir abschätzen können. Und das heißt, wenn wir Gefahr laufen, Deadlocks zu haben oder Ressourcenkonflikte zu haben, dann wissen wir, an welchen Stellen das irgendwie passieren kann. Und das ändert sich dann auch nicht statistisch, sondern das ist so, wie wir das ingenieurmäßig in unser Multitasking-Programm eingebaut haben. Und ich glaube, das führt letztendlich zu robusteren und besseren Code, eignet sich aber nur für Systeme, wo die in sich geschlossen sind, wo nicht von außen irgendwas dazukommt, was sich dann falsch verhalten darf. Das muss eben kooperativ sein. Alle Tasks, die da mitspielen, die müssen sich an die Engineering-Regeln halten, die wir haben. Aber dafür kann ich dann die Hand ins Feuer legen, dass das dann auch gut funktioniert. Also so sieht das Pause aus. Alles in High Level, klassisch
ist das natürlich aus Geschwindigkeitsgründen eine Code-Definition. Okay, die Operator-Task, die ist sozusagen die Haupttask, die ist sozusagen ein Dummy, eine Task, die ready ist und die auf sich selber linkt und der Rest ist null, aber beim nächsten Pause, das da kommt, werden da ja vernünftige Werte reingeschrieben. So. Und das ist sozusagen das Single-Task-System, selbst wenn die Multitasking-Funktionalität da ist, das dann mit einer einzigen Task einfach läuft und nicht abstürzt. Und das kann man dann gut machen. Wir wollen natürlich andere Tasks definieren und das heißt so eine ähnliche Struktur, so ein Task-Control-Block, den müssen wir aufbauen und das passiert über das Wort Task, das im Wesentlichen zwei Angaben nimmt, nämlich wie groß soll die Stack sein und liefert hier eine Task-ID, die Adresse des Task-Control-Blocks als Wert und baut eben letztendlich diese Struktur auf, ne, und setzt die Stack-Pointer und Return-Stack-Pointer richtig und hier jetzt den Frame-Pointer auch und alloziert Platz für die Stacks. Also es ist auch nichts Abenteuerliches. Man kann Task ausführen und dann passiert noch gar nichts. Dann kann man den Speicher inspizieren, ob der so ist, wie man ihn gerne haben will. Und dann ist gut. Was wir wollen, ist Werte auf den Stack einer neuen Task legen und auf den Return-Stack einer neuen Task legen. Und wir wollen den Zustand verändern, also die Variablen in dem Task-Control-Block setzen, den State und den, ja, im Wesentlichen den State wollen wir da angucken. Ähnliches und das funktioniert eben über diese Worte. Wake sagt eben, ja, das ist ready, die entsprechende Task, ich gebe die Task-ID mit und das ist ready und mit Sleep kann ich die inaktivieren und dann wird sie beim Pause nicht betrachtet und kriegt die Kontrolle nicht. Und eine Task kann das von sich selber eben auch sagen. Und dann kann ich Elemente auf den Stack einer Task tun oder auf den Return-Stack einer Task tun. Und ja, das ist vielleicht ein Kandidat für bessere Faktorisierung, weil man sieht ja, das ist ja schon ziemlich ähnlich hier. Aber das ist jetzt hier zufälligerweise, weil bei mir gleich die Stacks beide gleich funktionieren. Die sind nämlich so, dass sie von hohen Adressen zu niedrigen Adressen wandern. Das kann ja in anderen For-Systemen anders sein und dann muss Task-Air-Push auch deutlich anders aussehen als Task-Push. Wofür benutze ich das? Wenn ich jetzt sagen möchte, ich habe eine Task definiert, dann hat die einen Task-Control-Block, dann muss ich der noch erzählen, welchen Code sie ausführen soll. Und klassisch ist das irgendwie mit der Rest einer Colon-Definition ist dann der Code. Activate hat da Return-Stack-Manipulation gemacht, um das zu tun, ähnlich wie das in der Syntax funktioniert. So wie Task auch kein definierendes Wort ist, sondern im Sinne von Wordlist einfach eine Adresse liefert, ist das hier bei Activate auch so. Das nimmt ein Execution-Token, das ist das Wort, was die Task ausführen soll. Und dann nimmt sie Task-ID, das ist der Task-Control-Block, und dann sorgt es dafür, dass die Task diesen Code ausführt. Und wie macht es das? Es legt jetzt Execution-Token auf den Stack der Task und es legt das Wort Parent-Activate auf den Return-Stack der Task, sodass das Activate beim nächsten Mal, wenn die Task rankommt, ausgeführt wird. Denn da mache ich ja einen Exit und dann laufe ich da entsprechend hin und dann decke ich die Task auf. Und was macht das Activate? Das nimmt das Execution-Token, was wir auf den Stack der Task getan haben, macht einen Catch und dann läuft dieses Wort, vielleicht eine Endlosschleife, aber vielleicht auch nicht, vielleicht liefert es auch einen Fehler mit Throw und der Fehler, den es mit Throw liefert, den tun wir nach Error-Number und dann hören wir auf und dann halten wir die Task an. Das heißt, wir können, wenn eine Task steht, gucken, ob in Error-Number irgendwas anderes steht als 0 und dann ist das der Fehler, den das Wort, das die Task ausgeführt hat, ausgelöst hat. Also so integriert sich das in Catch und Throw. Das findet man in dem klassischen Multitasker nicht, weil eben tatsächlich dort ja Catch und Throw noch nicht erfunden war. So. Okay. So, dann habe ich versucht, das Ganze nach NoForce zu portieren und habe so gesagt, naja, ist ja easy, ist ja sowieso alles High-Level, dann kann man ja mal loslegen. Und dann habe ich eben gesehen, ja, aber NoForce ist eben sehr klein und Worte, die man nicht braucht, die gibt es dann eben auch nicht. Ein Stack-Pointer auslesen gibt es eben gar nicht. So. Und
Es gibt zwar irgendwie RP-Store, glaube ich, aber das ist auch das Einzige. RP-Fetch und SP-Fetch und SP-Store gibt es nicht. Und die muss man dann halt nachrüsten. Die Strategie, die ich mir überlegt habe, ist eben, ich rüste die mal nach und dann gucke ich, ob mein High-Level-Code dann wirklich funktioniert, anstatt jetzt nur die Idee zu nehmen und den Multitasker irgendwie in Assembler und auch Pause gleich in Assembler zu machen. Habe ich gesagt, nee, das muss doch irgendwie auch gehen und das muss funktionieren. Tut es im Sinne von, im Fall von NoForce auch, weil NoForce auch indirect threaded ist und weil die Stacks sehr ähnlich benutzt werden wie im SeedForce, nämlich auch beide nach unten wachsen. Und man sieht hier, es gibt auch hier ein Register, das ein Top-of-Stack cached. Das kann man aber gut verbergen. Im High-Level-Code sieht man das nicht. Man muss halt dafür sorgen, dass das Register beim SP-Fetch eben auch nachgeladen wird und beim SP-Store auch auf den Stack geschrieben wird. Dann geht das eigentlich ganz gut. Und dann kann man Komma-Code machen, wenn man möchte. Dann kriegt man eben hier sowas dabei raus. Okay. Gut, also Pause. Und dann kann ich Pause im Prinzip definieren und dann habe ich gemerkt, oh, Catch and Throw ist ganz anders implementiert, als das in SeedForce gemacht ist. Es gibt nämlich gar keinen Frame-Pointer. Um Platz zu sparen, gibt es eine Markierung auf dem Return-Stack, die Frames markieren. Und es findet bei Throw eine Suche statt nach dem obersten Frame. Und der oberste Frame ist eine Adresse, die auf sich selber zeigt. Dadurch ist es markiert. Und das heißt, es gibt keinen Framepointer, demzufolge auch keinen Framepointer zu sichern. Und das ist nett. Und dann braucht man da erstmal gar nichts weitermachen. Aber Base zum Beispiel, weil es ja gar kein in der Anlage NoForce kein Multitasking-System ist, ist eine globale Variable. Und ja, das ist natürlich unglücklich. Wenn ich irgendwie meine, ich möchte Zahlenausgabe machen oder Zahlenformatierung machen in den einzelnen Tasks, dann greifen die alle auf das gleiche Base zu und das ist vielleicht nicht das, was ich haben will. Und da habe ich lange überlegt, eigentlich ist Base eine User-Variable in anderen Systemen, aber ich kann das ja auch einfach zu einer Variable machen, die zum Kontext gehört und mitgeswitcht wird. Und da habe ich dann also den, anstatt Frame Safe gibt es jetzt ein Base Safe und da wird eben dann die Base Task lokal abgelegt und eben beim Kontextwechsel gesichert und beim Erreichen der Kontrolle wieder restauriert, sodass ich eben letztendlich den gleichen Effekt habe, als wenn es eine User-Variable wäre. So, ansonsten sieht das alles ja ziemlich ähnlich aus wie das, was wir da vorher haben. Das ist ganz nett. Wake und Sleep, da habe ich dann gemerkt, oh, on und off gibt es gar nicht, was ich da vorher verwendet habe. Ja, dann muss man halt minus ein Swap Store machen, was ja die Implementierung von on ist und von off genauso. Oder man definiert einfach on und off, weil man sagt, das braucht man ja jetzt eh sowieso. Gehört bei mir auch mehr zum Repertoire. Ich benutze das eigentlich eher häufiger und gucke, dass das, ja, und für mich wäre das sinnvoll, on und off einfach zu haben. Das kann man da machen. Okay, wie integriere ich dann das? Milliseconds vielleicht nochmal. Milliseconds guckt in dem NoForce auf dem Pico auf eine Systemvariable, wo ein Ticker, wo ein Timer läuft, der Mikrosekunden oder 100 Nanosekunden oder so tickt und dann muss man jetzt eben gucken, ob eine entsprechende Anzahl von Ticks verstrichen ist und zwischendurch immer Pause machen, damit der Multitasker auch läuft. Wenn ich sage, eine Sekunde, 1000 Milliseconds, wenn ich das sage, dann möchte ich eben trotzdem, dass der Multitasker läuft. Also da muss man ein bisschen was abändern an dem Milliseconds, aber ansonsten ist es irgendwie okay. Das Ganze ist dann auch noch vektorisiert über die Value Tick Milliseconds. Weil, das sehen wir gleich als nächstes, man möchte den Multitasker an- und ausschalten können und deswegen auch das Original Milliseconds, was hier Tick Milliseconds Klammer zu heißt, dort wieder in diesen Execution Vector tun können. So. Sinnvolle Stellen, wo ich Taskwechsel mache, ist, wenn meine Tasks Input und Output machen und das machen die in so einem For-System auf dem Mikrocontroller eben über Key und Emit. Glücklicherweise sind die in NoForce alle vektorisiert und das heißt, wir müssen Multitasking-Varianten davon schreiben, die immer Pause aufrufen
Und wenn ich dann den Multitasker anschalte mit dem Wort Multi, dann tue ich die entsprechenden Implementierungen in die Execution-Vektoren, in Milliseconds, in den Mid-Key und Key-Question. Und dann ist der Multitasker angeschaltet. Okay, gut. Wollen wir ein Beispiel uns angucken? Background-Counter, also wir definieren uns eine Variable Counter, die nur von unserer neuen Task benutzt werden soll. Die braucht nicht Task-lokal sein, weil sie exklusiv von der neuen Task verwendet wird. Und ja, was soll dann da passieren? Wir definieren ein Wort, das Execution-Token wir haben wollen mit No-Name. Und es wird diese Variable hochgezählt und dann wird eine Sekunde gewartet und dann machen wir das in der Endlosschleife. Und für dieses Wort definieren wir eine Task mit jeweils 10 Zellen auf dem Return-Stack und auf dem Stack und aktivieren das so, dass die Task das Wort ausführt. Und dann habe ich einen Background-Counter und die Vordergrund-Task läuft genauso ab wie vorher. Und das wollen wir uns jetzt angucken und ich gucke mal, was hier passiert. Dann mache ich das hier mal klein und wir gehen zu dem No-Force. Und da kann ich ja erstmal Words machen. Naja, nicht so richtig viel schlimme Dinge. Aber ich sehe, es gibt ein Wort Tasks und das kann ich mal ausführen. Und Tasks zeigt mir, da gibt es zwei Tasks. Das erste ist die Operator-Task und das zweite ist diese Ticker-Task, die wir da gerade gesehen haben. Und da gibt es diese Variable Counter und Counter können wir uns mal angucken. Ne? Counter, aha. Und oh, es zählt hoch und vermutlich auch im ja, auch in dem Sekundenrhythmus. Und dann kann ich ja mal, das hat jetzt zwar keinen Namen, aber das könnte ich natürlich einfach machen. Na, dann kann ich hier sagen Constant Ticker. Gut, Ticker gibt es irgendwie schon, macht uns aber nichts, aber jetzt kann ich einfach sagen Ticker Sleep. Und wir gucken mit Tasks an. Und dann sehen wir, dass das Ding jetzt sleept. Und wenn ich dann jetzt Counter Fetch Dot mache, wow. Und nochmal Counter Fetch Dot, ne, dann ändert sich da nichts mehr, weil diese Task nicht mehr zum Zuge kommt. Ja, Ticker Wake, ja, und Tasks dann. Kann ich wieder Counter Fetch Dot machen. Und das zählt weiter. So, also das heißt, ich habe eine Task, die im Hintergrund läuft, die macht irgendwas. Und jetzt wollen wir doch mal ein bisschen spannenderes Beispiel uns angucken. Und dann kommt jetzt die Kamera zum Zuge. Raspberry Pi Pico mit Borderless, muss ich glaube ich sagen. Dann bleibt das Ding im Vordergrund. Raspberry Pi Pico mit na, so einer Aufsteckampel. Genau, und jetzt kann ich hier eigentlich weitermachen. Genau. Und dann kann ich ja mal gucken, ich kann mal Source Code laden und das heißt Multi-Minus Traffic Light FS. So, das lädt das dann irgendwie hoch. Und klassisch, wenn ich dann jetzt ein Nicht-Multitasking-Programm habe, dann starte ich das und dann ist der Auto-Interpreter weg. Aber hier ist das eben nicht so. Wenn ich das jetzt starte, dann können wir hier weiter gucken. Oh, es gibt jetzt mehrere Tasks und wir sehen vielleicht in der Kamera, dass das so rot-gelb-grün macht, rot-gelb-grün macht und so die klassische Ampel. Ich weiß nicht die österreichische Ampel, weil die machen noch irgendwie so ein gelbes Blinken zwischendurch. Das könnte man aber in einem Workshop später nochmal programmieren. Grünes Blinken bitte. Grünes Blinken bitte. Grünes Blinken, genau. Also das können wir ja dann nochmal diskutieren. Und jetzt gibt es da in dem Source Code gibt es zum Beispiel ein Red Delay. Das können wir uns mal angucken. Und Red Delay, oha, was ist das? Ja, genau. Ich habe zwischendurch nachgedacht, ob ich es als Value mache oder nicht. Es ist aber tatsächlich eine Variable geblieben. So, Red Delay. Und dann heißt, ich kann vielleicht sagen 1000 Red Delay Store.
So, kann also diese Variable ändern. Und jetzt sind wir gerade in der Phase, wo es mal so gelb blinkt und ausgeht. Aber jetzt sehen wir gleich, dass, wenn das gleich wieder losläuft, dann hoffentlich das Red Delay dann schneller ist. Na, grün und dann gelb, rot. Und jetzt schnell ist das wieder da. Oder jetzt kann ich ja mal 100 Yellow Delay Store machen. Und wenn dann das, ja, das Grün hochläuft, das Rot-Gelb ist jetzt anders, das können wir auch nochmal machen. Red, Yellow, Delay, Store. Na, dann geht es jetzt schnell und auch die Zwischenphasen schnell. Ach, jetzt ist wieder. Wieder das Blinken angesagt, das wollen wir uns jetzt noch einmal ganz kurz angucken. Also was ja die Idee ist, ich habe mein Kontrollprogramm laufen und jetzt kann ich es inspizieren und ich kann es entsprechend parametrieren und kann eben mit voller Interaktivität von Forster einfach weiterarbeiten und habe nicht irgendwie das Programm laufen und deswegen bin ich im Blindflug. So, ne? Also das ist an dieser Stelle die Idee. Und ich denke, das ist dann damit auch, glaube ich, ganz gut rübergekommen. Ach so, jetzt vielleicht eine Sache wollte ich ja zeigen, was ist, wenn ich irgendwelchen Unfug in meinem Programm habe. Ne? Dann kann ich ja hier mal einfach mal so Unfug hinschreiben. Und wir gucken mal, dann sage ich Cold, dann sind wir wieder an der Stelle, dass wir den das Traffic Light nicht geladen haben. Das lade ich dann jetzt nochmal wieder hoch. Multi Traffic Light.fs. Lade ich hoch und ne. Ja, vertippt. Das ist ja schon mal gut. Multi Traffic Light.fs. Na, dann lädt das und oh, da ist irgendwas schlecht. Message vom Interpret heißt File not found und jetzt lädt es die entsprechende Teile und es gibt immer ein Komma aus, wenn es meint, da ist eine Zeile gekommen und die ignoriere ich dann jetzt lieber und es gibt einen Punkt aus, wenn das meint, dass es fertig ist und ich komme aber zu dem Source Code ganz normal dahin und dann kann ich das korrigieren und das machen. Und das finde ich wesentlich angenehmer, wenn das Force-System beim Laden nicht irgendwie kaputt geht und mir Interrupt 3 Fehlermeldungen irgendwie ausgibt, sondern eben tatsächlich stabil bleibt und ich zu dem Auto-Interpreter immer wieder zurückkommen kann. Das ist das, was ich also wirklich ziemlich, ziemlich nett finde. Ich mache mal die Kamera einfach kurz aus und dann können wir da zu dem im Prinzip zu dem Links zurückkommen. Wo ist es denn? Die Forsttagung. Ah, hatte ich minimiert. Gut, das ist meine Demo gewesen. Und dann kann ich noch zusammenfassen. Also, das NoForce ist nett, weil es wirklich ein gut verständliches, sehr elegantes, kleines System ist. Eben nicht Bells and Whistles, komplizierte Native Code Generierung, Konstantenfaltung und irgendwas macht. Ich will das nicht schmälern, dass man solche tollen Dinge irgendwie macht, aber sie sorgen dafür, dass man das System schlechter versteht, als wenn das ganz einfach ist. Und die klassische Art und Weise, High-Level-Definitionen zu machen und die dann Geschwindigkeit zu tunen, die funktioniert ja auch gut. So. Und den kooperativen Seedforce-Multitasker, weil der in High-Level war, den konnte ich im Prinzip so eins zu eins übernehmen, ein bisschen anpassen. Funktionierte aber eben, weil die Systeme Seedforce und NoForce relativ ähnlich sind, die Stacks in gleicher Weise benutzen und beides Threaded-Code-Systeme sind. Dann war das irgendwie naheliegend. Ja, was steht in Zukunft an? Pause muss natürlich in Code sein, weil man möchte den Taskwechsel möglichst schnell haben und nicht viel Zeit verlieren. Aber und jetzt, wo klar ist, was man eigentlich will, kann man das machen. Man nimmt einfach in klassischer Tuning-Weise diese Definition von Pause und programmiert sie in Code. Das ist ja gar nicht schwierig. Und dann hat man da einen schnelleren Taskwechsel.
Ich habe in dem Task-Control-Block solche langen mit Bindestrichnamen verwendet, so wie SP-Save und Task-Link und so. Das gefällt mir eigentlich nicht. Ja. Also ich hätte eigentlich gerne prägnante, kurze Force-Worte, wer mir da auf die Sprünge helfen kann und Vorschläge machen kann, irgendeine Namenskonvention oder ähnliches, der spricht mich am besten gerne an. Dann können wir diese Dinge diskutieren. Die klassische Implementierung von dem kooperativen Multitasker in Force, die macht den Taskwechsel so, dass die gelinkte Liste als ausführbare Liste macht, wo einfach Jumps hintereinander stehen. Und durch Ändern eines einzelnen Bytes sorgt man dann dafür, dass der Aktivierungscode der Task verwendet wird. Dann ist der Taskwechsel noch viel schneller, weil Pause im Prinzip nur an den Anfang dieser Taskliste springt und dann mit jedem Jump eine Task ausprobiert wird, ob sie gerade lauffähig ist. Das wäre so etwas, was man diskutieren kann, ob man das auch machen möchte. Das ist dann aber eben schon prozessorspezifisch und funktioniert dann eben nur auf dem einen System. Naja, und dann haben wir eine No-Force, was jetzt zwei Kerne betun kann mit zwei Systemen und kriegt man einen Multitasker hin, der jetzt über beide funktioniert und echte Hardware-Tasks hat und eben die kooperativen Tasks. Das ist sicherlich eine spannende Frage, die dann da so kommen kann. Damit bin ich am Ende meiner Ausführung angekommen und ich habe auch nur 6 Minuten überzogen und stehe euch natürlich gerne für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Vielen Dank, Uli. Bernd, willst du dich anfangen? Ja, also ich habe einen sehr ähnlichen Multitasker in das MakeCrisp eingebaut und dort habe ich nur eine User-Variable zum Speichern, nämlich nur vom Stack. Alle anderen Werte kann man auf den Stack pushen in Pause Stimmt. und dahinter wieder vom Stack runterholen. Das macht das Activate ein bisschen komplizierter, also das Reinschreiben von Sachen in den Stack, dafür wird Pause einfacher und das ist ein Trade-off, den ich gewählt habe. Stimmt, gute Idee. Ne? Also klar, kann man natürlich machen. Macht einfach RP-Fetch, Base-Fetch und dann hat man die da liegen und dann braucht man nur den Stack-Pointer. Ja, naheliegend und Genau. total sinnvoll. Genau. Ja. Danke. Jörg, bitte. Bei dem Komma-Code ist mir aufgefallen, dass da Hexwerte stehen und dahinter steht, glaube ich, ein H-Komma. Und woran erkennt das Ding, dass das ein Hexwert ist, wenn da weder ein Präfix ist noch. Ja, das muss man wissen. Da muss man Hex davor schreiben. Ja, also das, genau. Man muss Base richtig setzen, damit das funktioniert. Und H-Komma ist ein 16-Bit-Komma. Genau. Das kann er ja zu dem Zeitpunkt nicht wissen, oder beziehungsweise das muss ja schon vorher richtig auf dem Stack gelandet sein. Also entweder fehlt da irgendetwas oder da müssen immer diese Prefixes davor oder wie ist das? Ja, oder du sagst Hex davor. Also Base Fetch Hex und hinterher Base Store oder so. Ja, also. Und hast du nochmal die Seite mit den Millisekunden? Warte mal. Mal gucken, was hier geht. Naja. Milliseconds. Ja. Aber das habe ich vielleicht auch so schnell nicht überblickt. Ticker, das ist dein Zähler irgendwo in dem Ja, der System. ist irgendwie, genau, das ist ein Ah, Hardware-Register okay. und das läuft irgendwie. Und ich Dann glaube, mach. dass möglicherweise funktioniert es auch nicht richtig, weil Ticks wird irgendwie geteilt, dann hat man irgendwie Nullen oben und der Code unten sorgt dafür, dass es, selbst wenn es um das 32-Bit rumwrappt, noch richtig funktioniert, dadurch, dass man abzieht und dann immer auf ULES vergleicht. Das kann sein, dass das nochmal überarbeitet werden muss. Naja, da hast du jetzt in den Ticks die Division drin, die natürlich sehr viel Zeit kostet, aber Ja, die ist dann ja. auch in der Schleife unten drin. Ja, das war Das ist um, natürlich, genau. das musst du umdrehen, ne? Also vorher irgendwie Ja, auf vorher ULES. ausrechnen und dann machen. Genau, Ja. und dann vergleichen, sonst wird das viel zu langsam, selbst auf besseren Prozessor. Auch für Das das war's. Überlaufen darfst du den Ticker auf gar keinen Fall manipulieren, weil sonst funktioniert das Überlaufen nicht. Der Ticker zählt ja durch, der rollt über. Genau, der, ja. Ja, man muss das irgendwie anders machen. Das ist blöde.
der Ist ja Code, den ich, egal, ist ein Anfang. Also. ja, der Code, den ich genommen habe, der ist für einen Millisecond-Ticker gewesen und dann ist es einfach. Und jetzt ist das plötzlich ein 100 Nanosekunden- oder Mikrosekunden-Ticker und dann muss man da irgendwie anders ran. Und ja, das geht so Genau, also nicht, glaube es ich. Aber, ja. multiplizieren und dann eben direkt subtrahieren. Also erst den Zielzeitpunkt ausrechnen und dann warten, bis Ticker den Zielzeitpunkt erreicht hat. Ja. Ja, genau. Ja, das machen wir dann. Okay, sonst noch irgendwelche Fragen an den Uli? Ja, Uli, ich wollte mich noch bedanken. Super Vortrag. Und ich fand es vor allem cool, dass du Danke. auch die Exceptions drinnen hattest, in einer sehr einfachen Art und Weise. Das war sehr schön zum Sehen. Ja, achso, für das würde ich ja eigentlich doch tatsächlich gerne nochmal zeigen, weil Ach, das ist bitte. nämlich auch tatsächlich cool. Wenn wir da machen, wir machen No Name und das sagt 55 Throw. Ne? Oder es macht irgendwas und am Ende macht es 55 Throw. Und dann sage ich jetzt manchmal 40 Task Activate. Ja, dann habe ich die Task, die läuft los und macht das Throw. Das wird durch das Catch im Activate aufgefangen und in Error Number geschrieben. Und ich kann hier sehen, oh ja, die hat Ah, Error Number ist auch angehalten. eine User-Variable. Ja, Das das ist ist ja eine klug. Das habe ich User-Variable nämlich und vorher auch da, nicht gleich gesehen. genau. Und wenn eine Task einen Fehler hat und ein Throw macht, der nicht gefangen wird, dann geht es eben bis ins Activate hoch und schreibt die Fehlernummer in die Error Number und hält die Task an. Und Okay. ja, und das heißt, ich kann den Task gucken. Oh ja, da gab es einen Fehler. So, ne? Und dann, ja, habe ich Was mich das. jetzt bei Also. Bernds Variante, wo alles auf den Stack gespeichert wird, das wird dir, glaube ich, dann nicht helfen, die Tasks so schön anzuzeigen. Da müsstest du dann ein bisschen mehr Logik wieder in der Anzeige reinbauen, gell? Ja, das stimmt. Ja, es ist immer ein Trade-off. Aber die Anzeige darf ja gerne komplizierter sein, Das stimmt wenn der natürlich, Rest ja. irgendwie einfach ist. Ja, Genau, genau. der Trade-off ist, Pause möglichst einfach zu machen. Das ist die Überlegung. Weil Genau. Pause wird Okay. immer ausgeführt und die anderen, naja, Debugging darf kompliziert Ja. sein. Task starten darf kompliziert sein. Das passiert auch Genau. nicht so oft. Okay.